Und damit hallo und herzlich willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Folge von Ranch Simulator. Ja, die Sonne geht so langsam auf, was sehr dunkel trotzdem ist für 8 Uhr morgens. Kannst du mal dein Licht ausmachen hier? Wir wollen mal Eier testen heute. Ich Also nehme oben eins liegt hier noch mit. eins drauf, ja. Ja, aber da drin sind, glaube ich, auch noch ein oder zwei. So, Moment. Hineinlegen, zack. Hast du jetzt auch noch eins? Nee, das hole ich aber Achso. noch. Warte mal, Schalte da ich ist mal das. um. Also das ist nicht fruchtbar, das ist gelb. Da ist nichts drin. So, das nehme ich wieder mit. Ja, du sollst aber nicht den Korb mitnehmen. Was machst du denn? Doch, ich will das. Ich kann das nicht so anvisieren, nur jetzt. Jetzt kannst du es. Hineinlegen. Zack. Also die Eier, die jetzt hier oben drauf stehen, die sind nicht fruchtbar. Ja? Die nehmen wir dann mal mit und verkaufen die dann mal. Warte, ich komme rein. Wie zeigt er das denn an? Ja, das ist auch nicht fruchtbar. Sonst ist doch, habe ich doch gesagt, so ein schwarzer Fleck quasi da drin. Achso, ja, dann nimm's weg. Boah, jetzt muss ich hier die ganze Arbeit machen. So. Also, die können wir theoretisch verkaufen. Machen wir jetzt natürlich nicht. So, das legen wir hier rein. Haben wir denn hier oben noch irgendwo eins? Das Problem ist, die Viecher sind weg. Da. Guck mal, da ist Oh, hier da oben sind kleiner. zwei Eier liegen da noch. Ah, da komme ich so doch. Eins Na, nimmt. danke, das wollte ich gerade nehmen. Boy. Das ist bestimmt befruchtet. Ja, dann greifen die mich wahrscheinlich jetzt an hier. So. Nein, das ist auch nicht befruchtet. Ich tu das in den Korb. Geh weg da. Wo ist Weil der Korb? das habe ich nämlich gelesen, dass befruchtete Eier. Bleibt doch mal stehen hier. Dass die. Achso, es war schon an. Dass die Hennen dann unter Umständen aggressiv werden können und einem wehtun können. So, dann haben wir hier vier Eier. Also, so wie es aussieht, laufen die Hühner übrigens nicht weg. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie das mit den Kleinen ist. Aber ich denke mal, da ich das da Nein, die sind reingesetzt habe, auch sollte drin. das auch Ja. fixiert Aber sein. wir müssen mal gucken, dass wir nicht vielleicht doch noch mal ein, zwei holen, dass das nicht so. Das ist sonst zu lame. Da kommt ja nichts raus. Können wir? Also, ja. Wir holen jetzt Achso. erstmal. Ich dachte, wir machen die Scheune jetzt. Die können wir jetzt Ach bauen. so, ja, wir haben ja jetzt, genau. Dann lass uns die bauen. Hier, dahin. Also, wir haben in Hier. der Hier. Offline-Zeit sozusagen. Mach das nochmal, das sieht so geil aus. Aber so von links nach rechts an mir vorbei. Warte, warte mal. Ja. Ja. Kann das sein, dass ich einen Rasenmäher holen muss? Oder geht's So. so? Oh ja, scheiße, den brauchen wir, glaube ich. Weil Echt? das sieht. Ich probiere es mal. Warte mal. So, wir haben jetzt eine Scheune von 900. Gibt es auch nichts anderes? Ich probiere mal, die zu bauen. Ja, entferne zuerst den Rasen. Okay. Das musst du machen. Also ungefähr hier, wo ich stehe, ist der eine Anfang. Du sollst mich nicht umfahren hier. Du bist außen am Fahren, das weißt du klar. Da hinten bist du, glaube ich, noch drin, so mit einem Bein. Wie weit? So weit? Bis hier ungefähr. Also, okay. So klein ist sie nur. Ja, kann ich schon nichts für. Du bist aber außen am Fahren immer noch. Aber du hast dann zumindest schon mal dein Viereck, wie du fahren kannst. Deswegen sage ich ja, wir sollten uns vielleicht irgendwann mal den vernünftigen Rasenmäher holen, weil mit dem Ding hier finde ich das echt schrecklich. Andererseits, naja, gibst du halt Geld aus und du hast dann nur ein paar Flächen im Moment, die du damit machen kannst. Das ist auch doof. Aber ich war auf der Seite vom Entwickler und die Entwickler, die haben gesagt, dass sie noch einiges vorhaben, dass neue Quests hinzugefügt werden sollen in regelmäßigen Abständen. Und dass hier unten dieser Baumarkt, der hier schon eingezeichnet ist, dass der auch befüllt werden soll, dass man den nutzen können wird. Und was war das andere, was ich dir gesagt habe? Hast mir nichts gesagt. Doch, ich habe dir das heute alles vorgelesen, aber danke, wie du mir zuhörst. Also wie immer. Genau. Warte mal, das ist gut. Das muss noch weg, da das Ding. Und das, was da jetzt noch steht, halt hier diese Streifen. Ja, den mache ich auch noch weg. Meine Stimme überschlägt sich hier auch schon total. Ja, genau, das reicht normalerweise und den Streifen mal. Das ist ein Fizzle jetzt vergessen. Der dürfte wahrscheinlich dann noch Wo? stören. Da in der Ecke, wo du gerade reingefahren bist. Genau. Genau, so, du bist draußen. Nein, ich soll immer noch den Rasen entfernen. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch keiner mehr. Also zumindest nicht in dem Gebiet.
Ach, sag bloß, dieses kleine Stückchen hier. Ich probiere es nochmal. Entferne zuerst den Rasen. Also gut, es scheint hier ein bisschen verbuggt zu sein. Mach mal ein bisschen grobflächiger vielleicht den Rasen hier weg. Es ist aber ziemlich blöd gemacht, ehrlich gesagt. Weil das ist hier, das ist schon außen, wo ich hier laufe. Vielleicht ja, hier diese kleine Ecke noch, dass die irgendwie stört oder so. Ich weiß es nicht. Ich mach das eine Ding erstmal weg. Oder ist hier irgendwo noch ein Fitzel, was stört wieder? Nee. Also ich sehe nichts. Da. Perfekt. So, ja, keine Ahnung. Vielleicht war das da hinten. Ich weiß es nicht. Die ist aber jetzt nach hier offen. Das finde ich jetzt blöd. Also das heißt, die geht dann immer zu der Seite offen, wo man die baut. Das ist jetzt doof. Naja, gut. Nee, ist doch richtig. Ist doch okay. Ja, aber ich hätte sie lieber nach hier vorne offen gehabt. Ich will mal Bretter. Ja. Oh, warte mal. Da nimm aber dein Auto, weil bei mir ist das Ding noch drin. Ich laufe schon mal rüber. Weil ich habe nämlich jetzt auch ein bisschen rumprobiert und ich habe einen kleinen Trick nämlich da drin. Denk dran, hier sind so dämliche Steine über den Weg. Ich habe nämlich einen kleinen Trick gesehen. Das Einzige, was ich nicht hingekriegt habe, ist mehrere Sachen gleichzeitig aufheben. Das habe ich gerade herausgefunden, wie es geht. Nein, ist nicht euer Ernst. Aber ich kann nur bis zu drei gleichzeitig aufnehmen, so wie es aussieht. Okay, aber ist nicht schlimm. Fahr mal hier rückwärts rein. Hallo, rückwärts was rein, nicht nach unten. Ja, es geht gerade nicht. Er kommt hier nicht hoch. Ja, toll. Jetzt kommt er da nicht mehr hoch, ey. Willst du mich jetzt verarschen hier? Was ist das für eine Kiste, ey? Also wir haben festgestellt, dass es beim Epi leichte Aggressionen dieses Spiel hervorruft. Ja, du musst ja nicht unbedingt rückwärts rausfahren. Du kannst doch auch reinfahren. Ja, stopp. Nein, noch ein bisschen kannst du. Stopp. Aua, ich wusste es. Ja, überfahr mich doch noch mehr. Ja, so. Nicht gebremst, ey. Warte, lass mich das erstmal da reinlegen. Das ist irgendwie ein bisschen schief. Also ich kann es leider nur so machen. Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst und dann kannst du bis zu dreimal die linke drücken, dann stapelt er die. Ja, warte. Kannst auch nur bis zu fünf übereinander legen anscheinend. So, ich bin zu weit. Oh, shit. Okay. Und so können wir dann auf jeden Fall auf eine gute Art und Weise, sage ich mal, die Bretter dahin bringen, wo wir sie brauchen zum Bauen. Das finde ich persönlich wesentlich angenehmer als die Scheiße, die wir in der ersten Folge, glaube ich, gemacht haben. Weil da haben wir wirklich alles per Hand und einzeln gemacht. Das wussten wir ja nicht. Mach du die nochmal rein, weil ich glaube, mehr können wir da nicht machen. Hä, wie hast du die jetzt so hoch gestapelt? Ich kann nur bis zu fünf. Du hast sechs Stück beieinander. Hä? Ja, weiter. Einfach klicken. Wenn du dich nicht bewegst, einfach klicken. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Ja, lass mich mal fahren. Ja, deswegen solltest du jetzt erstmal einsteigen. Wie willst du mitfahren oder was auch noch? Faultier, ey. Wie Faultier. Ich kann auch zu Fuß gehen, da wäre ich bestimmt schneller da, aber... Ich weiß noch nicht, wo wir hier durchfahren, das ist die Frage. Ja, am besten nicht da, wo die Felsen sind. Das ist ein bisschen... Ja, weiter, nach rechts. Also, ja. Ich stehe schon wieder nicht dahinter. Ein bisschen... Und dann kannst du hier stehen bleiben, das ist ja... Kann ich hier jetzt auch mehrere nehmen und die dann direkt hier reinmachen? Ah, perfekt. Kannst du auch. Ja, super. Dann kann man doch wesentlich schneller die Häuser bauen, als wir eigentlich gedacht haben. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Du bist ja echt ein schlaues Mädchen. Schlauer Fuchs. Füchschen. So, ein Teil vom Dach. Oh, ich mache hier ein Dach rein und schon ist es hier dunkel. Ist auch rein. Oh, nee. So. Was denn? Mir ist was hingefallen. Ein Brett ist mir hingefallen. Oh, nix kriegt dieser Kerl auf die Reihe. So. Ja, warte mal. Ja, wir müssen irgendwie nach... Ich denke mal, da wird ein Dachboden oben reinkommen oder so. So.
Fährst du den Wagen schon mal runter, dass wir den gleich einladen Natürlich können? nicht. Natürlich nicht. Hätte ich auch nicht anders von dir erwartet, ehrlich gesagt, Schatz. So, kriegen wir das? Ja, das kriegen wir. Wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, fünf auf jeden Fall. Lass uns mal sechs Bretter oder so holen. Obwohl, die können wir eigentlich auch zu Fuß holen, ne? Wenn jeder drei tragen kann. Oh. Geht schneller, als wenn wir mit dem Ding nochmal dahin fahren. Ja, aber wirklich brauchen wir so wenig nur noch? Ach so, warte mal. Oben? Ich glaube nicht, dass Ja, wir so wenig. das oben habe ich jetzt. Das eine habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Brauchen wir, glaube ich, doch ein bisschen mehr. Kann man jetzt hier. Ja, man kann da hoch. Die Frage ist nur. Ich hole noch mal ein paar. Ich komme jetzt da nicht so hoch, dass ich da. Oder? Ah, doch, da komme ich. Also 1, 2, 3 für oben fürs Dach brauchen wir noch. Und da müsste eigentlich. Na, eins brauchst du auch final dann. Wenn das Dach drauf ist, dann geht der Rest auch, ne, oder? Ich glaube nur Wie noch war die das? drei fürs Dach. Aber da musst du präzise Arbeit nach oben leisten. Das ist ein bisschen blöd. Die siehst du auch sehr schlecht. Da musst du ganz nach oben gucken und dich so ein bisschen drehen irgendwie. Dann steht irgendwann mal E drin. Okay, Das das war. ist echt blöd gemacht, finde ich. Tada! Aua. Aber es ist gar kein Foundation drin und keine Türen. Aber oben sind Fenster und Rollen. Ja, Hauptsache. So, hier vorne könnten wir jetzt noch einen Bereich bauen. Wahrscheinlich dann die Umzäunung, Oder denke ich mal. Warte musst mal. du die Tür. Ja, wahrscheinlich muss. 150. Naja, gut, wir müssen es jetzt machen, ne, bevor wir jetzt irgendwas Ja. anders machen können. Aber brauchen wir. Warte, nicht da rein, nicht da rein. Sonst backst du da nämlich auch rein. Ach, So. dafür brauchst du nicht Dingsen, okay? Ja, keine Ahnung, weil die das machen vielleicht. Komme ich hier nicht rein? So, ach so, weil ich dieses Ding in der Hand habe, ja. Hier ist aber auch noch irgendwas, was ich machen kann. Hier, mach die Tür. Ja, Ah, die Tür. Die Schollen. Tür. 125 können wir noch machen. Sollen wir die auch machen? Ja, mach das auch. Wir Nee, machen warte mal. Warte mal. Hier ist noch offen. Nicht, dass die hier raus können. Ja, die Türen müssen wir auch reinmachen. 75. Da Ja, müssen mach wir die Tür erstmal. und hier und hier. Ach, da auch. Okay. Das ist Und aber das eine andere ziemlich müssen wir auch. Ja, heruntergekommen, die aber wir Tür. müssen das andere auch machen. Wieso? Ja, Scheune meine ich. Aber man Ja, kann. das andere ist aber nicht ganz so schlimm, weil wir hier das Scheunentor haben, oder? Warte mal, wir haben jetzt Nee, aber dann 105. sind die Nee, da das draußen. passt nicht. Nee, dann lass uns jetzt was essen. 125. Also, wir könnten theoretisch, könnten wir die Eier verkaufen, aber wir müssen eh noch das Fleisch holen. Ja, oder wir verkaufen die Eier mit. Oh, die läuft nun rum. Achso, das läuft da unten rein. Haben die eigentlich noch Aber genug es sieht Essen? schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also, Die haben ja. noch. Oh, der Kleine läuft auch da rum. Der Hahn läuft. Wann wächst denn die? Hier kann ich aber nichts mehr dran machen. Ne? Oder warte mal. Ah nee, das ist das dritte. Wir könnten hier aber theoretisch. Oh, warte mal. Was kann ich denn hier noch machen? Windmühle und Getreidespeicher, $250. Windrad zur Wassergewinnung aus unterirdischen Quellen und Getreidespeicher füllt automatisch alle Futterkrücken. Aber wie gesagt, haben wir noch kein Geld für. Und hier Scheune ausbauen für 125. Ach, dann wird die größer. Ja, aber Also dann müssen. 500 rum brauchen wir dann insgesamt. Komm, wir haben aber schon ziemlich spät. Meinst du, wir kriegen das Fleisch dann noch geholt auf die Schnelle? Ich muss mal eben was wegmachen. Hier, das geht mir um den Sack hier, das Ding. Ich fahre da schon mal hin. Oh. Oder sowas ähnliches zumindest. Weil man hier wieder nichts vernünftig steuern kann, sobald man einen Berg runterkommt. Und das meine ich mit ganz, ganz beschissener Steuerung hier. So. Eisenbahnschienen. Zack. Wo fährst du jetzt hin? Ja, zu dem Fleisch. Und warum? Weil es dunkel wird. In der Hoffnung, Nein, dass die jetzt was jetzt. macht er denn jetzt hier? Dass die Wie kann jetzt ich. nicht dahin kommen, die Bären, weil ich sonst im Arsch bin. Aber ich will hier schon mal eine Matratze hinlegen, auf jeden Fall, damit wir hier auch speichern können. Also holst du das alleine? Also reicht das? Ich bin ja woanders jetzt Nee, noch. ich denke nicht, dass es reicht. Deswegen wollen wir ja zusammen hier hin. Ja, das ist gut, dass du auf So. mich gewartet hast. Fahre ich mal am besten. Oh oh.
Ach doch, da hinten ist das Fleisch. Oh, ich dachte gerade schon. So, die Frage ist jetzt: Da ist ein Bär. Ich bin nicht da, ne? Ich wollte es dir nochmal sagen. Ich bin nicht da. Ja, das habe ich dir ja gerade gesagt. Da ist ein Bär, aber ansonsten sehe ich jetzt hier spontan keinen. Warte mal, bist du jetzt da hinten? Ach, schlafen und speichern kann ich dann nur. Oh, das ist aber blöd. Das ist echt blöd. Also ich habe hier jetzt meine Matratze hingelegt für später. Schlafen können wir auf jeden Fall hier. Aber wir können anscheinend doch nicht einfach so speichern. Okay. Es wird Sehe. schon dunkel, ne? Ich glaube, wir kommen nicht mehr mit dem Fleisch zum Händler. Wir Nee, müssen uns das echt glaube ich beeilen. auch nicht, aber zumindest, Aber dass wir die doch, Sachen schon mal reinholen wir können können. uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Einfach mal ein bisschen Gas geben. Komm. Naja, komm, als ob wir das hinkriegen würden. Wo bist du denn? Beim Fleisch. Ach, komisch. Wo bist du denn? Weißt du, knallt hier in mich rein. Boah. Hat der Kerl mich jetzt erschreckt? So, ich habe hier noch drei Teile. Ich weiß nicht, inwiefern die hier noch Ach Mann, ich komme hier nicht durch, ey. reinpassen. Sieht schlecht aus. Ja, ich habe meine Teile hier drin. Ich habe sie alle drin. Komm, lass uns zum Händler fahren. Hast du Komm. meine auch hier? Ja. Deine. Komm. Gas, Gas, Gas. Händler schaffen wir aber sowieso nicht mehr, das ist doch Doch, klar, der hat ne? bis 21 Uhr auf. Ach so, Komm. eins. Ach ja, ich hab's immer noch sieben Jetzt im richtige Kopf Richtung irgendwie. jetzt hier, ne? Ja, ich habe extra die Markierung gemacht. Da kann ich besser fahren dann. Also besser. Boah, wie langsam ist das? Also ich habe trotzdem das Gefühl, wenn du beladen bist, dass der Wagen wirklich langsamer fährt. Und ganz ehrlich, so viel Gewicht ist das ja nicht Oh, mit ey, wie diesem schnell geht die Fleisch hier. Zeit rum? 20 nach haben wir schon, das wird zu knapp. Oder? Ja, das sag ich dir doch die ganze Zeit, dass das echt scheiße ist. Er hat noch offen. Weg. Nein, das ist ja gar nicht mein Auto. Ach komm, nimm das Fleisch jetzt hier. Was machst du da? Du sollst Ei ausladen. Oh, Boah. jetzt Was hast du denn jetzt schon wieder? 21. Was hast du jetzt schon wieder gekauft? Ich schon wieder in Scheiße gekauft. Ich hab dir gesagt, es ist 21. Ja, aber er hat, weil wir da sind, lässt er den Laden auf. Also, das ist immer so bei guten Geschäftsleuten. Ja, Also nee, können ist wir jetzt. klar. Wahrscheinlich nur, weil du jetzt drin warst. Oder? Ich weiß es nicht. Bring dein Fleisch. Oder heißt das bis 9 Uhr morgens? Oh, ich komme hier Mann. nicht raus, Mann. Das ist so dämlich gemacht, dass man sich so dermaßen blockieren kann. Ich meine, ich mag das Spiel unheimlich gerne, aber so diese Kleinigkeiten, die regen einen wirklich unheimlich auf. Das ist wie mit einer guten Ehe. Verkaufen 315. Hä, so wenig? Alles verkaufen. 440 Zwei haben Teile kommen noch. wir. 440 haben wir schon mal. Also, auch wenn er Hast du jetzt noch nur. was drin? Nee, ich bin fertig. Das heißt, Ja, wir haben vielleicht um die auch, weil wir hier 500. Nee, parken. Ach so, ist das ja, das wir haben um die Letzte? 500. Das heißt, wir können jetzt die noch verkaufen. Dann haben wir. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, ne? Nee, wir brauchen das ja bei uns mit dem 500. Okay. Aber das ist Er hat komisch. zu. Er hat ja, weil die Tür offen ist. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich kann es auch nicht zumachen. Hä? Weil die Tür offen ist. Vielleicht ist es auch verbuggt, man weiß es ja nicht. Sollen wir hier einmal übernachten oder sollen wir zur Farm fahren und da übernachten? Aber was sitzt hier übernachten? Ist ja Schwachsinn. Nee, komm, lass uns zur Farm fahren. Ja, wenn wir jetzt direkt weiterfahren sollten zum Fleisch oder so. Deswegen habe ich die Matratze hingelegt. Ach so. Ach so, das können wir natürlich.
auch machen. Meinst du noch mal ein paar Bären killen? Ja, pass auf, dann machen wir Ja. das. Ja, komm. So. Das ist zwar kein schöner Ort, du hast dir jetzt auch einen besseren aussuchen. Ach Und du so, kannst. kann ich da jetzt überhaupt noch rauf? Nein, wir brauchen Halte E zweimal. gedrückt steht hier. Ja, mach mal. Ja, aber das geht nicht. Das geht nur für eine Person, hä? Ja, super. Du Nee, nicht. na. Das ist doch wieder Beschiss. Du kannst dich auf mich drauflegen. Warte mal, wenn ich das aber mache. Dann Er speichert er. Er speichert auf jeden speichert. Fall, aber er macht dann nicht. Das ist aber ein blöder Bug jetzt. Das Nee, heißt, wenn man wir mit brauchen mehreren. zwei. Wir brauchen zwei. Ach Von denen, dann so, geht's. das kann natürlich sein. Wie viel kosten die nochmal? Ich habe das jetzt auf die Schnelle gar nicht. Jetzt ist die Tür zu. Nee, jetzt ist Ja, er geschlossen. Weil wir ins Auto gestiegen sind wahrscheinlich. dann lass die ruhig mal hier liegen. Wie teuer waren die? Ja, das weiß ich ja gerade nicht. Das weiß ich echt nicht. Also ich würde aber trotzdem sagen, dass wir dann noch eine zweite Matratze dahinlegen, dass wir dann, wenn wir das so kurz vor knapp hier gemacht haben, direkt am nächsten Tag auf die Jagd gehen können. Ich meine, irgendwann haben wir ja mal ein paar Sachen zusammen, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt unser Viech, da müssen wir uns jetzt drum kümmern und so, ne? Aber, bis da. Boah, was war das denn gerade hier? Was rutscht hier so? Boah, hier ist ein Reh. Aber bis dahin müssen wir ja zwangsläufig definitiv jagen. Ja, das hast du toll gemacht, Auto. Aber schön, danke, dass du dich jetzt wieder richtig hinstellst, immerhin. Also die physikalische, ja, das ist eine Katastrophe, was das Autofahren hier betrifft. Aber ich sag mal, das Spiel an sich, finde ich persönlich, macht aber trotzdem unheimlich Spaß. Klar, es ist eine Early Access Version momentan. Und es wird sehr, sehr viel, wird halt eben noch nicht benutzt hier. Achso, habe ich das noch an? Aber ich finde, man kann trotzdem schon recht coole Sachen machen, so. So, warte mal. Ich mache das hier mal eben aus und ich warte im Bettchen auf dich. Ja, wie siehst du das mit den Eiern? Das habe ich immer noch nicht so richtig. Wie gesagt, da ist ein schwarzer Fleck drin, dann ist es befruchtet. Man sieht das aber nicht gut. Man sieht es sogar sehr gut, nur dass wir noch kein befruchtetes Ei hatten. Hallo, schlafen. Boah, was ist Ja, das? ich will auch schlafen. Bis zur nächsten Folge. Echt so lange?